Als Frau ist es so, dass man die Möglichkeit hat, endlich die Frau zu werden, die man immer sein wollte. Man war die letzten 30 Jahre für alle anderen da und viele sagen, die nächsten 30 mache ich jetzt mein Ding. Also vielen Dank. Das ist wirklich normalerweise nicht die Reaktion, die ich bekomme, wenn ich sage, dass ich Gynäkologin bin. Da kommt meistens so ein betretenes Schweigen. Und du kannst so sehen, wie in dem Gesicht deines Gegenübers sich so zwei Fragen so ein bisschen gleichzeitig formen. Ja? Die erste ist, sie ist Gynäkologin. Was schaut sie sich denn den ganzen Tag an? Das fragt mich natürlich niemand, da traut sich niemand. Aber man sieht, die fragen sich das. Und die zweite Frage, die sie sich stellen, ist, sie ist Gynäkologin, das heißt, sie kennt sich mit dem Ganzen hier irgendwie aus. Und die Wahrheit ist, ja, das stimmt, wir Gynäkologen kennen uns gut aus mit dem Körper der Frau, aber auch mit der Psyche der Frau. Und um das alles zu verstehen, müsst ihr wissen, das ist gar nicht so schwierig, wie ihr meint. Man muss nur etwas ganz Wichtiges kennenlernen, und zwar die Hormone der Frau. Hormone sind ja nichts anderes als Botenstoffe, die verschiedene Dinge bei uns im Körper regeln. Also verschiedene Stoffwechselvorgänge. Und die wichtigsten Hormone der Frau lernen wir heute kennen. Mein Vortrag heißt WTF, What the Female, und ihr lernt heute die drei wichtigsten Hormone der Frauen. Und zwar heißen die, aufgepasst, Östrogen, Progesteron und Testosteron. Verstanden? Okay, dann kann ich jetzt gehen. Nein, Spaß beiseite. Also kann sich kein Mensch merken. Östrogen, Progesteron, Testosteron. Die Namen klingen wie Dinosauriernamen, ja? Völlig medizinisch. Und das ist schade, weil jedes Hormon hat eigentlich eine eigene Persönlichkeit. Und jedes Hormon hat eigene Charakterzüge. Deswegen, damit ihr sie euch gut einprägt, brauchen die Hormone ein Gesicht. Und da holen wir uns Hilfe aus Hollywood, und zwar in Form von Charlie's Angels. Charlie's Angels, der Film aus den Nullerjahren mit Cameron Diaz, Drew Barrymore und Lucy Liu, die als Privatdetektivin gegen Verbrechen aller Art kämpfen. Östrogen, Progesteron, Testosteron. Fangen wir mal an, lernen wir erstmal Östrogen kennen. Ja? Östrogen dargestellt durch Drew Barrymore. Vielleicht erinnert ihr euch an den Film. Drew Barrymore ist diejenige von den Engeln, die am meisten Kurven hat. Die hat auch das weicheste Gesicht. Sie verliebt sich ständig in den falschen Kerl, meistens in den Bad Boy, macht ständig die falschen Entscheidungen und folgt ihrem Herzen anstatt ihren Verstand. Naja, Östrogen ist also unser Hormon der Kurven. Das heißt, das macht bei uns Frauen die Brüste, den Hintern, der Bauch. Zellulite geht ja auch auf das Konto von Östrogen. Östrogen ist aber auch unser Hormon des Herzens. Unter dem Einfluss von Östrogen wollen wir es allen recht machen. Ja? Wir wollen, dass alle in unserer Umgebung glücklich sind. Wir wollen alle versorgen. Wir wollen ein Nest bauen, dass alle glücklich sind. Meistens haben wir dann Taschentücher dabei, falls irgendwo ein Kind da ist, wo die Nase läuft, können wir schnell die Nase putzen. Das ist Östrogen. Östrogen macht aber auch mit uns, dass wir uns manchmal unsicher fühlen, weil die Meinung aller anderen Menschen uns doch sehr interessiert. Östrogen ist auch das Hormon des Drama, Baby. Das ganz große Kino, Titanic. Ich bin sicher, sämtliche Bollywood-Filme wurden in einem Östrogenrausch irgendwie geschrieben. Und weil wir Frauen aber nicht nur aus Drama bestehen, wenn das vielleicht manche Männer glauben, wir haben auch ein anderes Hormon, was macht, dass wir Spaß haben wollen, ja, dass wir entspannt sind. Und das heißt Progesteron. Und Progesteron ist in unserem Vergleich dargestellt durch Cameron Diaz. Weil sie ist in dem Film der Engel, der am entspanntesten ist. Ja, sie geht surfen, sie ist relaxed, sie geht in die Disco und tanzt da ganz allein, ja, ist schlank. Progesteron entwässert uns, das heißt, das ganze Wasser, was wir im Zyklus aufgrund von Östrogen in unser Gewebe lagern, wird durch Progesteron wieder ausgespült. Progesteron entspannt unser Gehirn, deswegen nenne ich es auch gern unser Chill-Out-Hormon, sehr wichtig. Progesteron macht auch, dass wir sehr gut und sehr tief einschlafen und durchschlafen können. Durchschlafstörungen sind häufig echt ein Riesenproblem bei uns Frauen, komme ich später zu. Progesteron gleicht also auch das Drama aus von Östrogen. Und weil wir Frauen jetzt nicht nur aus Drama und nicht nur aus Spaß bestehen, sondern auch ganz viel zu tun haben, ne? Frauen haben immer eine lange To-Do-Liste, brauchen wir Testosteron. Und Testosteron ist in unserem Fall dargestellt durch Lucy Liu. Und Lucy Liu ist in dem Film die Verkörperung des perfekten Sexy. Hat immer so Lederklamotten an und perfekt schwarzes Haar.
Testosteron ist nicht nur ein Hormon der Männer, obwohl wir das eben gehört haben. Testosteron ist super wichtig, auch für uns Frauen. Es ist nicht nur wichtig für unsere Muskelkraft und dass wir auch Muskeln aufbauen, sondern es ist wichtig für unsere Tatkraft. Ja? Dass wir die scheiß To-Do-Liste endlich abgearbeitet bekommen, dass wir endlich mal den Kackpapierhaufen von dem Schreibtisch wieder wegbekommen. Ist auch wichtig für unsere Entschlossenheit, dass wir sagen, das gefällt mir nicht, das will ich nicht. Und Testosteron ist sehr wichtig, liebe Männer, für unser Libido, das Sexleben. Wie spielen die drei jetzt miteinander im Zyklus? Das ist jetzt ein typischer weiblicher Zyklus, nicht erschrecken. Am Anfang, die ersten 5 Tage, haben wir die Periode. Ja? Die ersten 14 Tage fängt Östrogen, das ist hier dargestellt durch die rosane Kurve, fängt an zu steigen, die ersten 14 Tage. In diesen 14 Tagen wächst in dem Eierstock ein Ei. Alles steigt weiter an. Kurz vor dem Eisprung sind wir so, wir wollen so ein bisschen mehr rausgehen, wir wollen unter die Leute gehen. Testosteron macht, dass wir noch vielleicht ein bisschen flirtwilliger sind. Vielleicht melden wir uns jetzt mal bei Parship an. Dann kommt das Ei, Eisprung kennen wir. Ei springt, wandert in den Eileiter und wartet da auf ein Spermium. Das kennen wir. Aber jetzt richten wir bitte unser Augenmerk auf das Nest, wo das Ei drin gewachsen ist. Weil jetzt wird es spannend. Das Nest bekommt jetzt eine zweite Aufgabe. Und zwar ist das Nest zuständig für die Produktion von Progesteron. Also Progesteron, unser Chill-Out-Hormon, hat ihren großen Auftritt in der zweiten Zyklushälfte. Soweit, so gut. Wenn kein befruchtetes Ei kommt, sinken beide Hormone ab. Wir ziehen uns ein bisschen zurück, wollen nicht mehr rausgehen, melden uns wieder bei Parship ab. Waren eh nur Spinner. Dann kommt wieder die Periode. Und das ist ein Monatszyklus. Jetzt ist es so, wenn man sich so diesen Zyklus so anschaut, dann sehen wir, eigentlich sind wir eigentlich fast alle Tage etwas, obwohl wir 3 Hormone im Zyklus haben, etwas Östrogen durchtränkt im Monat. Ja? Und das geht Monat für Monat, Jahr für Jahr, so in unseren 20ern, unseren 30ern, dass wir also gesättigt sind von diesem Hormon, das will, dass wir uns es allen recht machen. Ein typisches Szenario sieht so aus. Unser Freund kommt nach Hause, Mitte 20, Männer sind ja mal ein bisschen selbstbewusster als wir. Ich bin so sexy und ich bin der Beste. Und Schatz, ich habe deinen Geburtstag vergessen. Und ich habe vergessen, den Müll rauszubringen. Und was macht die typisch Mit-20-Jährige? Ist er nicht süß? Er sieht seine Fehler ja ein. Er will sich doch ändern. Und das Ganze geht so in den 20ern gut und in den 30ern gut. Aber dann, Damen und Herren, gehen unsere Eizellen irgendwann mal zu Ende. Und dann sieht es ein bisschen anders aus. Also das heißt, ohne Eisprung haben wir kein leeres Nest. Und ohne ein leeres Nest haben wir kein Chill-Out-Hormon, kein Progesteron. Das heißt, ab dem 40. Lebensjahr fangen die Eisprünge an, seltener zu werden. Das heißt, Progesteron wird weniger und fällt irgendwann mal aus. Das heißt, wir Frauen sind plötzlich schlechter gelaunt und fühlen uns auch wirklich nicht gut. Können nachts nicht mehr gut schlafen, sind gereizt. Mitte 40 fängt Östrogen jetzt an zu schwanken, unser Drama-Hormon. Ja? Schwanken wir zwischen dramatisch und normal und dann fängt Östrogen an zu sinken. Und das ist das Hormon, was uns die ganze Zeit dazu veranlasst hat, uns Sorgen zu machen, was alle anderen Leute von uns denken. Und das ist jetzt weg. Aber wir haben noch Testosteron. Unser Hormon der Entschlossenheit und der Libido. Was heißt das für unser Freund? Er kommt also 15 Jahre später nach Hause, hat mittlerweile Geheimratsecken und Bauch und sagt, ich bin immer noch so sexy, bin immer noch der Beste und ich habe deinen Geburtstag schon wieder vergessen. Und was sagt sie? Ist das jetzt dein Ernst? Jetzt ist die Stimmung ein bisschen kühler zu Hause, nicht wahr? Weil in dieser Phase ist es wirklich so, dass wir Frauen nicht mehr gut nachts schlafen können, weil uns Progesteron fehlt. Und eine Frau, die nachts nicht gut schlafen kann, die liegt also da und denkt nach.
und sie denkt nach über all die Dinge in ihrem Leben, die funktionieren und die Dinge, die nicht mehr gehen und auf den Sperrmüll müssen. Deswegen sage ich allen Männern immer, seid sehr nett zu euren Frauen, wenn sie Mitte 40 ist. Ja? Aber es passiert auch was ganz, ganz Tolles, was sehr Positives in dieser Zeit. Als Frau ist es so, dass man die Möglichkeit hat, endlich die Frau zu werden, die man immer sein wollte. Man war die letzten 30 Jahre für alle anderen da. Und viele sagen, weißt du was, die nächsten 30 mache ich jetzt mein Ding. Das heißt, wenn unser Freund jetzt wieder nach Hause kommt, findet er eine Frau vor, die endlich bei sich selber angekommen ist. Und wegen ihrem guten Libido es im Schlafzimmer richtig krachen lassen kann. Und was sagt er dazu? Ist sie nicht süß? Vielen Dank. Dr. Sheila Delis.